Einen Hallöchen und einen herzlich willkommen zurück. Mein Name ist der Exoblack 4K. Ja, bis zum Metro, Last Light. Genau. Ich setz mal auf Fortsetzen. Der Schnee an der Oberfläche beginnt zu schmilzen. Zu den vertrauten Schienenwagen haben sich nun Boote gesellt und Fischer. Einer davon ist gerade rechtzeitig erschienen. Schon bald werden wir in Venedig anlegen. Pavel ist sehr wahrscheinlich bereits dort. So. Normalerweise angle ich nicht in diesem Tunnel. Aber ich hatte so eine Ahnung, dass die hier ganz gut anpassen würden. Ein weiter! Das war knapp. Mensch, du musst hier vorsichtig sein. Es sind nicht nur Fische im Wasser. Das wirst du schon bald selber sehen. Halte dich an der Reling fest, wenn ich dich warne. Ja. Vielleicht hat jeder Ruhe. Dieser Tunnel führt zum Platz der Revolution und der Roten Linie. Ich habe heute ein Boot von da kommen sehen. Ein paar schwere Jungs, keine Flüchtlinge. Ah, von den Zellen. Bleib jetzt still. Die mögen. Eintrag 1. Manche Leute verstehen nicht, warum noch nicht die ganze Metro geflutet ist. Andere fragen sich, wie die Menschheit 20 Jahre lang in einen Schutz überleben konnten. Oder könnte, der eigentlich nur für höchstens ein paar Monate gedacht war. Einige sagten, dass Menschen ebenso schwierig zu töten sind wie Kakerlaken oder Ratten. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich habe immer noch gedacht, dass unsere Existenz einen Sinn hat. Wir haben ihn nur nicht ganz verstanden. Und so sprach Eintrag 1. Keine Geräusche. Und dies ist ihre Welt. Sie sind wie sie ruhen. Rück oder was? Springen uns gleich an! Wir müssen hier weg! Lass sie nicht an Bord! Die könnten uns zum Kentern bringen! Dann holen wir mal die Pimpe raus. Nehmt das, ihre Miststücke! Ah, genau, Planeta haben wir ja auch noch. Okay, macht nichts, macht einen Neustart. Da sind wir auch schon. Hey, Freaks! Fang das!
Ihr habt ja ein Geschenk. Freut euch. Ah, ist eine Riesenwalle. Das wird nicht haarig. Das passiert nicht oft. Anscheinend haben wir Glück gehabt. Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht. Und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Korbuts Pläne aufdecken, damit ich den Orden warnen kann. So, Venedig. So sind wir wieder am Ende. Gut, ich bin einmal gestorben, aber wir sind nichtsdestotrotz nochmal durchgekommen. In der zweiten Runde hat euch das gefallen. Dann gebt mir dafür einfach einen Like, einen Kommentar von euch. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Ich bin der Exo Black. 4K. Bis zum nächsten Mal. Ciao.